Ja, hallo, ne? Herzlich willkommen im heutigen Restream. Ja, ein neues Splatfest hat ins Land seine Wege gefunden. Neue Pannen werden passieren. Wird Shining sich wieder aufregen wegen seinen Mates? Höchstwahrscheinlich, ja. Damit herzlich willkommen nochmal zum heutigen Stream. Oder wie ich es gerne immer auf YouTube nenne, Ups, die Bannen-Show. Ja. Es ist ein neues Splatfest da. Das Thema Starter-Pokémon des neuen Pokémon-Spiels. Karmesin und Purpur. Feuer, Wasser oder Pflanze. Und ich habe ja schon mehrere Male angedeutet, dass mir das Feuerpie am meisten zusagt. Im Übrigen, falls ihr wissen wollt, welches Pokémon ich hole, zu diesem Zeitpunkt ist eventuell eh schon das erste Video dazu auf YouTube. Ich werde mir Karmesin holen, falls irgendwer fragen will. Einfach aus dem Grund, aus meinem Freundeskreis hat sonst keiner Karmesin und ich will auch das Wechsel-Pokémon haben. Nein, ich werde keine Shiny Hunts machen. Ich habe, bevor ich den Stream hier angefangen habe, einen neuen Command getestet, damit ihr über den Command jetzt an den Freundescode rankommt. Damit ihr nicht ständig fragen müsst und ich den nicht ständig einblenden muss. Ja. Bei den Splatoon-Streams, vor allen Dingen bei Splatfesten, habe ich ja am nächsten, wenn ihr mitmacht. Allein deswegen mache ich meinen Freundescode mehr oder weniger öffentlich. Ich werde mich aber höchstwahrscheinlich trotzdem heute sehr, sehr oft aufregen. Ja. Wir können uns später jetzt auf den Dreifarbangriff freuen. Für YouTube wird das übrigens so sein, dass ich aus 2 Tagen zusammenschneide. Weil ich werde heute, Samstag, 12.11. einmal streamen und ich werde am darauffolgenden Tag um 20 Uhr nochmal streamen, wenn die heiße Phase angeht. Da komm bitte übrigens zu mir in den in Call dieses Mal. Weil ich habe dir ja schon mal erklärt, wenn irgendwas auf YouTube kommt, dann hätte ich euch lieber gerne bei mir im Sprachchat als im Schreibchat. Es wäre nett, ich zwinge dich nicht, ich würde es nur begrüßen. Und ich hoffe, dass du mir zu vielen Siegen verhelfen wirst, weil du wirst mich durchcarryen. Danke. Hallo. Entschuldigung, wenn es ein bisschen aufgezwungen klingt. Aber bei so einem Stream habe ich erstens lieber dich im Ohr. Und zweitens will ich generell lieber Kollegen dabei haben, wo ich weiß, die sind brauchbar. Aber ich finde, Mantaro passt wieder richtig gut mit Wasser. Ja, das passt wirklich ganz gut. Ich fand es übrigens interessant, dass das so ausgeglichen war. Ey, komm, die müssen wir rasieren. Wir haben einen Typenvorteil. Oh, scheiße. Oh Gott, ich muss hier wieder so richtig scheiße spielen. Nein, du willst durchrasieren. Da, ich renne da mit dem Roller durch. Du kannst ruhig woanders. Du weißt, ich bin gründlich. Ja, das kennen wir dich, ja. Vor allen Dingen, wenn es um sowas geht. Putzt du bei dir zu Hause auch so ordentlich? Nee, tatsächlich nicht. Diese, die pushen. Ja, der Typ. Hui! Kümmert ihr euch darum, ich versuche so viel zu färben wie möglich. Das ist echt. Ich versuche meinen Job gut zu machen mit Roller. Ist echt anstrengend so zu spielen, wie ich gerade sitze. Oh, mir geht's. Oh, da oben habe ich ein Stück vergessen, muss ich gleich nochmal holen. Komm, saug eure Tinte ein. Also mir persönlich geht es bei den Splatfesten echt nicht darum, Kills zu machen. Ich will einfach nur mit den Prozenten vorne liegen. Oh, jetzt ist hier... Nein! No, ich bin genau in seinen Snipe reingelaufen. Das ist natürlich richtig schlau von mir gewesen. Ich liebe übrigens die Splatfest-Musik jedes Mal aufs Neue, ne? Oh. Das ist ein richtig geiler Kampfsound. Nicht der Gegner. Da, wo sitzt der Sniper? Ich habe mittlerweile alles fertig gefärbt bei uns. Ach, ich habe eh gerade einen überrollt. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Das sind die schönsten Kills. Da, wo ich nicht mal weiß, dass ich eigentlich jemanden killen wollte. Ah, da sitzt der Sniper, okay.
Gut, dass ich immer so grün bin. Jetzt stirb! Der Schall vergeht dir offenbar auf den Keks. Ich hab den mal direkt weggenietet. Brauchst du zufällig ein Schild da oben? Kannst ihn nutzen, wenn du willst. Ich werfe ein bisschen bei denen. Alter, mein Aim, das ist gerade echt un... Ich weiß, was du meinst. Was zur Hölle? Ach, das! Hä, der ist runtergekommen, der... Hui! Boah, die Runde ist echt scheiße. Ich denke daran zu zensieren. Ich versuche es. Ach, weil ich scheiße gesagt habe, oder? Nee, ein anderes Wort. Was habe ich denn gesagt? Ich habe es nicht mal mitbekommen. Hast du nicht das F-Wort benutzt? In Englisch? Ich weiß es gar nicht. Oder habe ich das jetzt nur hören wollen? Ja, genau. Ah, Junge, ich steck den Stecker im Mund. Nein. Grandioser Start, Leute. Wir haben gewonnen. Wir haben gerade über ich mach hier oben. Wir haben gerade über mal 10 gesprochen. Jetzt habe ich nur scheiß Sepiato eingepackt. Das wird eine Aufwärmrunde wieder wie vorhin. Aber nee, jetzt muss ich hier natürlich mega abliefern, dass ich hier. Die Base ist auf jeden Fall schon mal gut gefärbt. Mit den Undercover geht das echt schnell. Ja klar, also der Trommelschwapper hat auch, kriegt nach einer Zeit immer mehr Reichweite. Also sehr logisch auf jeden Fall. Das hat echt viel zu bearbeiten. Ha, den Kampf konnte ich nur gewinnen auf kurzer Strecke. Ja gut, wie soll ich der Kugel da hinten auf den Inseln ausweichen, ne? Naja, ich habe die Inseln mal gefärbt. Ich habe eine richtig fiese Falle übrigens gesetzt, ne? Falls du die siehst. Ich habe hier eine auf den Übergang gesetzt. Alter, ganz ehrlich, können meine Leute überhaupt was? Also wenn ich schon einen Stringer habe, dann müssten die mich schon so ein bisschen schützen. Soll ich mich vor dir stellen mit dem Undercover? Nein, dann blockierst du meine Schüsse. Ich wäre dann ein Schild. Ja, natürlich. Also ich bin ganz hinten und krieg 6 geladene Schüsse von dem Schwarmraketen. Ich habe zumindest einen von 2 vernichtet. Den Rest müsst ihr machen. Ich setze dir mal eine Mine hier oben hin, ne? Falls mal einer zu dir hochkommt. Hallo? Ja, ich bin mich wirklich jetzt gerade am Konzentrieren. Ja, das Gute ist, die Gegner sind schlampig bei ihrer Arbeit. Die färben nicht gut. Also ganz ehrlich, was haben die für Hex? Jetzt mal ehrlich. Also der Trommelschwapper macht 2 Hits, obwohl er mich nicht mal trifft. Ich brauche jedes Mal 4 Hits, wenn er mich nicht trifft. Aber das war schon wieder Beweis, dass es echt betrug war, dieses Game. Ja, ich glaube, wir haben trotzdem gewonnen. Die waren wirklich schwampig bei der Arbeit. Man kann es nicht anders betiteln. Die haben kaum gefärbt. Die sind nur auf Angriff gegangen. Ja, erster Victory und das sogar mal 10. Ja, erste war es jetzt nicht. Für dich. Für mich war es der erste. Ja, kriegen wir auch, glaube ich, mal hier generell die Punkte, dann werden mal 10 offeriert. So. 4-3 nur. Kacke. Ich habe mehr Kills gemacht, als ich gedacht habe. Erster Sieg des Tages, 7500 Punkte.
23.000 einfach. Ich habe 21. Oh, eine Festmuschel. Wie sieht die denn aus? Stimmt. Ich glaube, wenn man die alle sammelt, kriegt man, glaube ich, irgendwie was. Das ist ein Kanal. Schau ich was durch. Oh, Pflanze. Typenvorteil. Typenvorteil, Dark. Typenvorteil. Das will ich aus. Team Feuer gegen Team Pflanze. Wir müssen gewinnen. Wir liefern heute überhaupt nicht ab. Nur bei der 10er Runde irgendwie. Ja, die wichtigste. Oh, wenn man alle zusammenzieht. Oh, dieser. Haben wir es vielleicht, wenn wir die hier noch gewinnen, ausgeglichen. Warum kann ich den Slammer nicht von vorne erwischen? Also den Stampfer. Das ist so hat unlogisch. Hat er den Hammer geworfen? Man kann den Stempel werfen? Ja, das geht. Aber warum? Also ich sehe das so häufig, wenn ich mit dem Stampfer spiele, kann ich von vorne ganz einfach gekillt werden. Aber wenn ich die... Du bist Volcano, du darfst es nicht. Ja, der Stempel, der ist so, dass der ein paar Treffer von vorne aufhalten kann, während der unten ist. Ja, der konnte jetzt besiegt werden. Was ist das für eine Scheiße? Was soll das denn? Die mit den Stempeln bin ich ehrlich gesagt auch am nervigsten. Das ist wieder Betrug. Gott sei Dank habe ich den noch nicht. Der Stempel bei uns aber auch die ganze Zeit schon, ne? Selex, was war das denn jetzt schon wieder? Er hat einen Hai benutzt, ich schieß dann auf ihn. Dann, er kriegt mich trotzdem und ich nicht. Also, ja, das Spiel hängt so hinterher. Ja, ich verzieh mich gerade von dem mit dem Krabbenpanzer. Aber den habe ich jetzt erwischt, obwohl er nicht in meiner Reichweite war. Alter, das ist so ein verdammtes Game. Ja, den habe ich natürlich nicht erwischt wieder. Naja. Er stirbt doch! Er stirbt einfach nicht, obwohl ich so zigmal auf ihn baller! Der Rage-Stream. Er ist auf Rage-Moment. Ja, was soll das denn? Das Spiel hat mich noch nicht so sehr aufgeregt. Junge, ich hab ne Gargon. Zwei Schüsse und du bist tot. Und er stirbt dann einfach nicht. Ja, da habe ich jetzt gar nicht getroffen, aber da habe ich doch selbst verdient. Weil ich genau in die Masse reingefallen bin. Komm, das Spiel, das ist so kaputt gemacht worden. Das war nichts mit tun, also viel besser und viel flüssiger. Ja, aber den habe ich jetzt wieder erwischt. Komm. Weg mit dem Krabbenpanzer, Mensch. Das ist eine herbeigeleckte Kacke, ey, das Game. Geleckt? Von Leck hatte ich das geleckt. Ich glaube, wir gewinnen trotzdem. Ich glaube, wir haben am Ende es noch gerissen. So kaputt, ey. Ja, weil manche einfach mit einer Bambusleitung hier drin sind. Ja, und die haben trotzdem mehr Vorteil als wir. Ja, aber wir nehmen die Schüsse später ankommen. Ich sag ja, es ist so Rotze, dass du mit einer schlechten Internetleitung sogar Vorteile hast. Ich persönlich gehe eigentlich lieber auf Hauptverbrauch senken. Statt Sekundär, weil ich die Sekundär so gut wie gar nicht nutze. Haben wir gerade drei mit einem Roller bei uns im Team. Arsch mich, oder? Na, als ob, ey. Jungs, dann färbt aber auch! Ja, jetzt geht die alle Leute, die ganzen Leute geben mir wieder die in die Schussquere. Mhm. Ey, die färben nicht mal richtig. Wenn ihr Roller nehmt, dann färbt wenigstens richtig. Das ist gerade die Waffe dafür. Das ist wieder so eine Geschichte, wo ich mich aufregen kann. Haben schon einen Roller und sie färben eine Scheiße. Geht mit einem Roller doch nicht auf Pilz. Ah, der hat das verdient. Und was hat der Turbo? Ich hab keine Tinte mehr. Wieso habe ich keine Tinte mehr? Ich habe ihn noch wegbekommen.
Ja, zum Glück. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich denk einfach, warum schieße ich einfach nicht? Und dann habe ich einfach keine Tinte mehr. Das ist mir auch schon passiert. Ich dachte, die Waffe wäre kaputt kurzzeitig. Genau, die Waffe geht manchmal schon kaputt. Ja, kann sein. So, ich hoffe, hier stehen die richtig räudig. Ah, den kann ich nicht von hinten erwischen, ne? Ja doch, ich habe ihn noch erwischt, aber... Nachdem er den Deck bekommen so, überrollt. Es ist schön, dass die mich nicht mal ansatzweise angreifen, obwohl ich in deren Base am Färben bin. Ich will weit weg, ich habe die Schwarmraketen ready. Hau doch ab, ich will meine Schwarmraketen einsetzen, doch nicht nur gegen zwei. Ja, gegen drei. Dafür habe ich jetzt extra nochmal gewartet. Die mit den Rollern, die da gerade rumrennen, ne? Die kannst du alle erschlagen. Wieso habe ich jetzt wieder keine Tinte? Ich war die ganze Zeit im Boden. Hast du einen so hohen Verbrauch? Eigentlich nicht. Oder ich habe eine Granate geworfen, ohne dass ich es gecheckt habe. Also die Granaten, die haben einen extrem hohen Verbrauch. Ja, die Klecksbombe verbraucht nicht so viel. Die verbraucht knapp wohl doch ein Dreiviertel des Tanks. Trotzdem, ich hab's nicht bemerkt, weil ich eine geworfen habe. Ich wollte schon wieder fragen, warum der nicht gestorben ist, weil ich ihn eigentlich getroffen habe. Hat der Mehrfachblaster, hat der wirklich eine höhere Reichweite als ein Dudelplatscher? Das kann doch gar nicht sein. So, die beiden, die vorne sind, habe ich jetzt abgeschossen. Alter, ich mache heute mal Kills mit dem Roller. Also dann ist er eigentlich safe, nur ohne die wir gewonnen haben. Wenn nicht, läuft man falsch. Also ja. Die Runde müssten wir eigentlich gewonnen haben. Ja, die müssten wir, wenn... Ich meine, wir haben mehr als die Hälfte eingefärbt und die haben schlampig gearbeitet. Ey, im Ernst, die anderen Rollerspieler, ne? Die kannst du alle treten. Also ich weiß jetzt nicht, ob du auch einen Roller genutzt hast, aber der andere. Wir hatten alle drei, also die anderen drei von mir. Ich meine, du hattest so eine Platscherwaffe irgendwie. Dual-Platscher. Die anderen beiden Rollertypen, die haben einfach nichts gefärbt. Die kannst du nur treten. Horde mit High Tops? Was ist denn das für ein Gruppentitel? Mit was? Mit High Tops. Wahrscheinlich was mit Schuhe, oder? Nee, Tops sind doch Hemden. Ach so, stimmt ja, top. Ja, ja. Ich habe an High Heels gedacht. Ja, natürlich. Ja, der Krabbenklanzer geht eine halbe Stunde. Natürlich. Der geht. Ja, klar, der geht. Ja, der eine halbe kostet. Stunde. Jetzt sehe ich es, der färbt anständig. Mit dem Roller. Jetzt sehe ich das auch. Aber der darf. Aber ne, davor die Runde habe ich nicht gesehen, dass der anständig gefärbt hat. Du hast vielleicht die ganze Zeit nicht nur auf dich geachtet. Nee, ich bin ja dieselben Wege gelaufen wie der und da war so scheiße gefärbt. Hä? Der hatte. Merk heute ist nicht dein Tag. Erinnere mich nicht daran. Du hast einen Folgentitel in Stashock genannt. Ich brauche einen speziellen Titel. Ich habe länger nicht mehr gespielt. Ich spiele auch nur bei den Community-Teams mittlerweile, weil ich momentan keine andere Zeit dafür habe. Na, denkst du, ich? Ja, noch ein Leben. Oder? Erinnere mich nicht daran. Ich habe tatsächlich ein Leben. Also. Laufen die alle jetzt in meine Schüsse rein oder was? Solche Kills will ich hier nicht sehen. Opfern die sich, damit du Kills kriegst? Ja, habe ich den Eindruck gerade. So, meine Raketen sind ready. Die stehen alle beschissen. Was? Ich bin noch getroffen worden? Ich bin extra dann in den High Hammer. Ich habe nicht gesehen, dass der Typ direkt vor mir steht. Ich dachte, er steht am anderen Ende der Map.
Ganz rechts sind die durchgekommen angeblich. Oh, diese Scheiße, ey, Junge. Die sind nicht nur angeblich durchgekommen, die sind durch. Ja, war mein Team wieder... Ich stand da. Ich habe nicht gemerkt, dass er vor mir steht, weil ich die Schwarmraketen offen hatte. Ich dachte, der wäre hinter der Barrikade. Weil der zeigt ja nur an, dass er in der Richtung ist. Und während ich Schwarmraketen rausnahme, kann ich mich ja nicht wehren. Bring ihn hoch, du Affe. Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt nicht gestorben wäre. Warte, warst du nicht bei dem gerade auch bei? Der wieder in unsere Base gegangen ist, ne? Warst du auch, hattest du den auch gekillt? Hm, den habe ich gerade vernichtet. Ich schärfe jetzt ein bisschen deren Base. Scheiße. Ich hab deren Base noch ein bisschen gefärbt am Ende. Ja, die haben bei uns auch noch ein bisschen was gefärbt. Also der Streifen da unten rechts, der geht auf mein Konto. Das war so deutlich? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die haben so beschissen gefärbt, was hast du denn gedacht? Die Typen sind bei uns auch sogar reingegrätscht. Die haben die Hälfte der Mitte eingenommen. Aber die wurden dann direkt wieder umgenietet. Und da wurde dann direkt wieder gefärbt. Also der Flexroller, der war auf jeden Fall eine Erweiterung für mich. So, nun haben wir sie morgen beim Dreifarbangriff fertig. Wenn wir es bekommen. Wir spielen einfach in 2 Stunden. Irgendwann muss schon auftauchen. So, hier könnt ihr mir die Base beispielsweise wieder komplett eigentlich allein überlassen, weil das ist eine kleine Base. Die kann ich mich alleine färben. Was zur Hölle? Was hat da denn jetzt schon wieder jemand? Ach, ein Hydrant. Ja, der Hydrant ist stark. Ich hasse den. Na, hier gerade die Feinarbeiten. Nein! Oh, was? Ey, wie so ein Gummi. Wie so ein Gummiball war er gerade. Ich habe ihn nicht zu fassen bekommen. Der eine da, ne? Der hat's aber auch gewollt. Oh ne, jetzt habe ich eine Tezuka. Scheiße. Hast du nicht drauf geachtet? Ich finde die einfach nur grauenhaft. Die Schwarmraketen fallen mir auf jeden Fall. Ja, die sind ja auch gut im Gegensatz zu scheiß Tezuka. 3 Schüsse und direkt weg. Naja, wenn du triffst, ist es ein Insta-Kill. Spawn doch nicht bei mir. Der mit dem Hydranten muss auf jeden Fall weg. Der campt da oben. Meine schöne Arbeit, die ich hier veranstaltet habe. Ich war doch außer Reichweite. Schieß. Ich beschieß, ich war außer Reichweite von dem Dreckshammer. Ich lenke die so gut ab. Seid ihr jetzt wirklich noch nicht durchgekommen? Ich bin nur am Färben. Leute. Ich färb gerade. Färb gerade erstmal die eine Seite. Danach kümmere ich mich um die andere. Ich habe Lane mitgenommen. Ich hätte geheult, hätte ich den jetzt nicht bekommen. Ne? Der ist genau zu mir gekommen, zu mir geschwommen. Ich habe die Schwarmraketen verschwendet, aber ich hatte keine andere Wahl, weil der vor mir stand. Es könnte aber trotzdem noch ein Sieg sein, so wie das aussieht. Hast du bei mir im Stream gerade noch gesehen, wie da am Ende noch weggeglitscht ist, der Gegner, der eine von uns? Der stand still und ist trotzdem nach links geglitten.
ich habe vor 5 Minuten deinen Stream geschlossen. Das war ein schöner Glitch. Na guck mal, da haben wir am Ende noch wenigstens nochmal eine Runde gewonnen. Worth it. Also ich werde noch ein bisschen für mich solo spielen, damit ich auf jeden Fall auf Ultimativ komme. Dass ich noch ein bisschen was aus am Punkten raushol. Oh, heute Abend werde ich auch noch ein bisschen spielen. Also generell. Welche Arenen wären es denn jetzt? Kann mich nicht überzeugen, weiter zu spielen. Ja, dafür. Man ist halt sehr deprimiert, wenn man fast nur am Verlieren ist. Ja, das wäre vor allem, wenn man nichts dafür kann. Ja, wenn die Mains halt null am Färben sind, bist halt so stark auf die angewiesen. Und viele reihen halt nicht, dass du halt wirklich färben musst bei Revierkämpfen. Die denken alle, man muss nur killen und durchbrechen. Ja, als wäre es Kanonenfutter. Junge, die Russen würden sich freuen, wenn sie kein Kanonenfutter wären. Die Makrelen bekommt der Flunderpark werden es jetzt. Recht gute Maps eigentlich. Na gut. Für YouTube sage ich hier immer, ist ein Zwischenstopp. Guten Abend, ne? Oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Paket bekommt. Zum zweiten Teil von den Splatfest-Streams. Ja, gestern haben wir einigermaßen losgelegt. Lief nicht ganz so gut. Offscreen hatte ich bessere Runden tatsächlich. Ich habe noch ein bisschen gespielt, um zumindest den glorreichen Rang zu erreichen. Ich habe den Flexroller in mein Herz geschlossen. Bei dem bin ich einfach nur super. Ja. Und jetzt ist die heiße Phase angefangen. Also die fängt gerade an. Für die, die jetzt hier hinterher zuschauen, also die YouTube-Zuschauer, Team Wasser ist momentan mit so 2% in Führung. Aber das muss ja nichts heißen. Wir können das trotzdem noch reißen. Und ja. Ich hoffe einfach mal, dass es heute gute Runden geben wird. Und vor allem, dass wir auch einmal einen Dreifarbangriff kriegen. Weil darauf werde ich hauptsächlich spielen. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich heute so lange mache, weil mir nicht hundertprozentig perfekt gut geht. Ja, ich mach das hier. Bin's ja eh nicht anders gewohnt. Ich freue mich ja, wenn sie zumindest grob färben. Und nicht nur eine Linie ziehen. Wie jetzt gerade gefühlt. Also das kannst du nicht mal grob nennen. So viele Prozente. Ach, die können ja doch mal färben. Sind einfach so viele Prozente, die liegen bleiben, ne? Auch da oben drauf, das sind richtig viele Prozente. Wo ich mich dann einfach nur aufrege. So, die zwei Spots für die Minen wurden gesetzt. Zu mir, du verrätst damit nur meine Position.
die drei kriegen jetzt die Raketen von mir. Wie gesagt, mich würde es freuen, wenn die zumindest mal grob irgendwas machen würden. Aber selbst das tun sie ja nicht. Das Gute ist, die Gegner tun es genauso. Ja, das sollte jetzt aber wirklich mal ein Victory sein. Ja, geht doch. Aber bisher immer noch kein Dreifarbangriff. Ich finde das immer richtig traurig. Also wenn wir mal einen Dreifarbangriff bekommen, dann lasse ich den auf jeden Fall drin bei YouTube. Weil die kommen einfach so selten dran, dass man einfach bei denen alle nehmen sollte, die man mal zu Gesicht bekommt. Es ist grob, aber es ist trotzdem ein schlechtes Grob. Deswegen färbe ich nochmal nach. Also hier stellenweise wieder so viel frei. Ich sag nur das hier. War ja fast gar nichts. Ach, wenn ich nicht in das Färben übernehmen würde, ne? Dann würden wir dann ein Team durchgehend verkacken. Ach, warte, tun wir, weil die anderen nie was färben. Genau, macht die Heinis da weg. So, da stehen die Fallen ganz gut. Okay, da oben hat einer eine Mine ausgelöst. Jetzt da oben eine neue Mine hin am besten. Warum ich jetzt früher gestorben bin, obwohl ich schneller zugeschlagen habe, keine Ahnung. Weil eigentlich hatte ich nämlich zuerst zugeschlagen. Und der hätte nicht mehr treffen sollen. Weil ich hatte ja eigentlich schon getroffen, als er den noch unten hatte. Hallo, jetzt triff doch. Ich war doch über den drüber gelaufen. Mit dem Drecksroller. Warum ist der nicht gestorben? Das ist manchmal so unlogisch. Ich bin mit dem Roller über ihn drüber und er ist nicht krepiert. Es ergibt so oft manchmal keinen Sinn, weil das Spiel einfach leckt. Ich wiederhole es nochmal, die ist, Lobby ist momentan mit Splatoon. Sind echt räudig. Ah, wir haben mal einen Win.
Weil die drei Farbangriffe, sofern man nicht der ist, der in Führung ist, kann man die eh nur zu zweit bestreiten. Wenn man das Team ist, das einem führen ist, können es ja vier sein. Aber momentan führt ja Wasser und die haben jetzt die Vierer. Wenn man überhaupt ein Dreifarbangriff mal auftauchen würde. So, nie den Sprungschlag am besten beim Flexroller nutzen. Der dauert 10-mal länger. Ja, da kannst du ein halbes grob nennen. Vielleicht ein Viertel, was die machen. Da muss noch mal Feinarbeit her. Ich muss immer die Fehler von diesen Dullis ausbügeln. Es ist übrigens nicht so, dass ich beim Kampf nicht helfe. Ich habe ja die Schwarmraketen. Die fühlen sich ja, während ich hier hinten alles mache, sehr, sehr gut. Ah, nur zwei waren gerade am Leben. Okay, hier fährt man zumindest irgendwer. So, ich will höher. Ich hab keinen Bock auf die Heulbojen. Guck mal, so sieht gute Arbeit aus bei diesem Spiel. Nicht ein Fleck bleibt übrig, wenn man es richtig macht. So, den habe ich umgenietet. Hier wird wahrscheinlich einer runterkommen wollen. Dann ist er wenigstens direkt markiert. Sag ich doch. Momentan sieht es zwar noch gut aus, aber ich will nicht voreilig hier sein. Wir wurden schon sehr oft eines Besseren belehrt. Es kann sich innerhalb von 20 Sekunden allein schon in diesem Spiel sehr, sehr viel verändern. In 5 Sekunden allein schon kann das Spiel komplett gedreht werden. Warte, bis ich eine Mine bereit habe. So. Ja, komm, das ist ein Victory. Wenn nicht, dann schummeln die aber auch. Weil wir haben mehr als die Hälfte. Ich habe immer den Teamstart erster. In 90% der Spiele, die ich spiele. Nee, warte, 99%. Es kommt wirklich so extrem selten vor, dass ich mal welche habe, die ans Färben denken. Ach, gib mir doch mal den Dreifarbangriff. Es dauert 30 Jahre, bis man den mal bekommt. Okay, der ist einigermaßen in Ordnung. Der arbeitet wenigstens grob. Aber der lässt auch sehr viel übrig. Aber wenigstens muss ich dann weniger hier oben machen. Wehe, das da oben ist nicht ansatzweise anständig gefärbt. So kleine Flecken interessieren mich nicht. So gewinnt sich kleine. Aber wenn ich sowas hier sehe, wo so gefühlt ein halber Kilometer nicht gefärbt ist, da kriege ich wieder die Pest.
So, hier kommt eine Mine hin und hier kommt eine hin. Ey Leute, macht den da mal weg. Danke. So, kann ich mich beschweren über die Arbeit, die der eine geleistet hat? Nee, der macht das anständig. Ich habe mal einen anständigen Mate. Der eine mit der MG. So, hier ist gut abgesichert eigentlich. Komm, ich warte noch bis ein weiteres spawnt. Drei reichen mir und ich weiß, dass einer da unten ist. So, ich merke es ja, wenn da einer lang will. Wannenschwopper. Der macht so viel Schaden dafür, dass er so wenig färbt. So, überrollt. Das war das Beste, was ich jetzt gerade tun konnte. Ja, ich wollte in den letzten Sekunden nochmal die Raketen zünden. Guck mal, sobald man einen anständigen Mate hat, der mal auch nebenbei ein bisschen färbt, dann läuft alles viel, viel besser. Da kann ich dann wenigstens für YouTube ein paar Runden drin lassen. Ich erwähne das nochmal für YouTube. Ich lasse mittlerweile nur noch die Runden drin, die gut liefen. Weil es kommt sehr oft vor, dass es einfach nur deprimierende Runden gab. Wo ich dann einfach nur die Mates anfauche, die Randoms, weil die einfach nichts machen. Also das ist jetzt wirklich einfach nur nochmal für YouTube. Die haben das selber nochmal zugegeben, dass es viel zu selten ist. Eventuell arbeiten die mal dran. Aber... Hi. Aber das Problem ist ja wirklich mit den Hatern, die das dann einfach nicht machen wollen. Dann sollen die den ganz normalen Modus spielen. Ja, tun sie ja, deswegen kriegst du ja kein Dreifach. Weil die Hater alle nur auf die normalen Kämpfe gehen und nicht auf die Dreifach. Oh, ich habe einen mit dem Roller, der mir hilft. Ja. Ein anständiger Mate. Ich könnte im Kreis hüpfen vor Freude. Aber wenn ich das mache, wäre ich nicht besser als die Randoms. Ich habe gestern einen Sniper gehabt, ne? Der hat einfach den Boden 20 Sekunden lang angezielt. Und auch abgeschossen. Obwohl der schon längst in der eigenen Farbe war, anstatt mal den Typen abzuschießen, der da so ganz frei und AFK auf dem Feld steht. Kannst vorstellen, wie sehr ich aggressiv wurde dadurch, ne? Ja. So ein Scharfschütze, der einfach 20 Sekunden den Boden anzieht, statt den Typen, der dir so AFK 20 Meter vor ihm steht. Ballert dann einfach den Boden ab. Der andere Rollertyp hat mir hier richtig viel Arbeit abgenommen, wie ich bin dankbar. Bitte lang dauern. Ist immer sehr konzentriert, wenn du die Clips machst. Mein ja, Clipmeister. Ich möchte das auch perfekt zusammenschneiden, das muss ja auch irgendwie Sinn haben.
Wirft einer die Bomben? Ich wollte gerade sagen, der ist angeschwächt, töte ihn. So, wir haben unseren Bereich gut cleared. Kann ich da anfangen? Ah, ich habe nur einen getroffen. Da komm zurück, ich brauche dich. Die sind alle scheiße. Ich wäre gerade selber scheiße. Wegen. Ja gut, jetzt war ich nicht wegen mir. Und eine Scheißrunde mitspielen. Das hätte sich bessern können. Ich habe an dich geglaubt. Ach komm, ich schieße nur auf einen. Hauptsache ich die Schwarmraketen noch totgeballert. Komm, das muss doch ein Victory sein. Vor allen Dingen so Schlampe, wie die bei sich gearbeitet haben. Ja, danke. Dafür mag ich den Dino-Roller, wenn du so auf großen Maps alleine färben musst. Ich weiß, das klingt schon so mit einer negativen Einstellung rangehen. Es ist halt Realität, dass die meisten nicht färben. Obwohl es eigentlich der Job ist. Okay, sie färben grob. Ich darf mich mal nicht beschweren. Minimal grob. Es ist immer noch besser als nix. Er braucht so ätzend lang zum Zuschlagen. Ich habe die Bombe hinter mir gesehen. Sepiato nehme ich an. Der muss aber ein irre gutes Aim haben, weil mit dem Sniper muss er ja wirklich genau zielen. Sepiato hat ja den Vorteil, die ist schnell geladen, hat aber dafür die geringste Reichweite von allen Snipern. Ist aber genauso tödlich wie jeder andere. Alter, wie schnell aimt der denn? Der hat mich ja instant angepeilt. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich wusste, dass sich einer da versteckt, aber ich wusste nicht wo. Schon wieder so ein komischer Kleber. Was ist denn jetzt schon wieder geklebt? Ich sehe das ja eh gleich, wenn ich einmal in den Server gucke. Ja, du weißt doch, was ich getippt habe. Ach so, den Clip. Ich dachte, du hättest jetzt noch einen gemacht. Nein. Ja, wie du den Typ nicht überrollt bekommen hast. Ich glaube, das kann man noch klippen, aber... Ey. Ich glaube nicht nur der. Ja, da hinten macht einer gute Arbeit. Warte, ich helfe dir mal da hinten. Wenn er jetzt tot ist, bist du am Arsch. Ja, ich kann ja nicht riechen, ob da jetzt noch einer ist. Überrollt! Überrollt! Das liebe ich. Wenn die überhaupt nicht nach hinten gucken. Spritzig? Was? Das ist jetzt eine... was heißt hier? Eine, ein so ein Ausruf. Ja, ich glaube, den kann man sich kaufen, dass man den auf links oder rechts hat. So. Auf mir ist für echt ein Geld, oder? Oh, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, den Fast Sniper zu erschlagen. Aber ich habe es geschafft. Oder? Hast du aber, glaube ich, gewonnen gerade. Ja, sieht tatsächlich ganz gut aus gerade. Das sage ich ja. Jetzt sehe ich in 5 Sekunden. Da stand Gefahr für die Gegner. Also habt ihr gewonnen. Das muss nichts heißen. Man kann innerhalb von 10 Sekunden ultra viel wenden.
Das war vor 3 Sekunden, glaube ich, wo das stand. Da kann, glaube ich, nichts passieren. Also ich habe schon erlebt, dass es in den letzten 2 Sekunden einer geschafft hat, den kompletten Turn zu machen. Also das lag, Team. Das lag aber auch daran, weil ihr dann alle gestorben seid. Für die Neuen, der gerade im Chat, ne? Wenn ihr mitmachen wollt, dann braucht ihr das nur sagen. Shining Splat Dixter fehlt, danke sehr. Es ist aber nicht das erste Mal, dass das passiert. Komm bitte. Greifer, bitte. Ich bete. Ich versuche nochmal den legendären Trick. 1, 2, 3. Ich habe ihn 3-mal im Kreis gedreht. Jetzt seht sich ihn ab und die Legende sagt, wenn ich jetzt in diese Richtung stache, er wird der nächste Kampf ein Dreifarbangriff. Ich bin aber auch so doof, dass ich den Sprengler nie setze, ne? Als Beispiel. Ja, gucke ich mir jetzt aber nicht an, das gucke ich mir dann später. Nein, also wenn du mal irgendwie Zeit hast oder so. So, ich habe dir Legende vertraut. Krieg ich einen Dreifarbangriff? Ja! Die Legende ist wahr! Okay, merkt euch Leute, 3-mal den Controller drehen. Und dann den Standard. Ja, 3-mal beim Griff! Ja! Ich hab, was ich wollte! 50 mal rumfluchen. Wie einer von euch mit dreckigen Leftet jetzt! Dann raste ich aus! Aber man sieht ja schon, dass Blau führt, glaube ich. Das muss nichts heißen. Wir arbeiten ja jetzt mit Team Grün zusammen, also mit Team Pflanze. Wo ist das Syrimi-Signal? Nein, aktivier es doch! Ich färbe so lange unsere Base. Ja, ihr arbeitet miteinander, aber könnt euch jetzt töten. Das ist auch so eine richtige geile Logik. Ey, ich bin froh, dass es endlich mal ein Dreifarbangriff dabei ist. Oh, die haben sich das Surimi-Signal gesichert. Das gibt Bonuspunkte. Also die Gegner. Hab ich's? Ja. Bist du mir gar nicht gestorben, ich habe das Surimi-Signal geholt. Als ob ich den nicht kriege, weil der zu schnell ist. Komm, hier habe ich eine Überdachung. Als ob ich den noch tot gekriegt habe. Komm, wir haben endlich einen Dreifarbangriff. Wenn das auch noch ein Victory wird, ne? Dann kann ich in Ruhe und Frieden schlafen gehen. Aber Dark, jetzt weißt du, wie du einen Dreifarbangriff bekommst. Muss nur der Habe ich den jetzt gerade. Nee, das war nicht der auf dem Highhammer. Ich dachte, ich hätte den auf dem Highhammer gerade überrollt. Ich war mega verwirrt. Ich hasse den Dynaroller. Bist halt so am Arsch, wenn du halt gerade ausholst. Grün schon komplett tot. Du hast einen Blauen getötet. Den ich habe 2 Blaue getötet. Ich habe 3 Blaue getötet. LOL, der eine. LOL! Ich weiß selber nicht, wie ich das geschafft habe, falls du fragen willst. Eigentlich hätte ich sterben müssen. Vielleicht ist das mal Hexen, die du hast. Das wurde mir heute schon so oft vorgeworfen, dass ich hacke. Komm! Wir müssen das jetzt nur halten! Bitte! Bitte! Es war so knapp am Ende!
glaube, du oder Blau. Ja! Ja. Wir haben drei Verwandlungen bekommen und sogar gewonnen! Ey. Yeah! Yeah! Ich weiß nicht, warum das für deren, für die Typen da mitzählt, aber eigentlich ist es unser Sieg. Wir haben ein Team Wasser in den Boden getreten. Ich habe einen Dreifachangriff bekommen, ja! Und ich habe sogar das Surimi-Signal geholt. Schade. Klappt halt nur einmal. Aber ich bin glücklich. Dark ist jetzt sauer. Ich habe einen Dreifachangriff bekommen, während er weg war. Den Haihammer hebe ich mir auf für gleich. Erstmal muss hier anständig gefärbt werden, weil die mir jetzt natürlich mal wieder einen Scheißdreck tun. Ob gut Deutsch. Aber mit dem Undercover brauche ich tatsächlich weniger lang als mit dem Dünerroller. Wahrscheinlich, weil ich damit einfach schneller färben kann. Der Dünerroller ist halt absoluter Müll, meiner Meinung nach. Tschüss. Als ob ich der Holbo hier nicht entkommen bin. Ah gut, bei den sich die arbeiten nicht anständig im Gegensatz zu mir. Ja Leute, mit mir habt ihr immer einen, der seinen Job auch macht. So, der ist tot. Ich mache hier meine Mine hin. Und ich mache hier meine Mine hin. Ich hab den Haihammer bereit. Er will mich so sehr tot haben, dass er die Heulboje nutzt. Ja. Ich muss so gut gerade eben noch bei denen gefärbt haben am Ende. War richtig konzentriert. Ja, das ist ein Victory. Guck mal, da kann ich doch wenigstens noch ein paar gute Runden drin lassen. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen mehr euch zeigen kann, euch von YouTube. Also, ich spreche ja mitten in den Streams ja auch für YouTube an, weil die Splatfest, die lade ich ja hoch. Wir schaffen eventuell in diesem Stream wirklich noch den Ultimativen hier. Später, wenn du wiederkommst, dann kriegen wir direkt einen Dreifachangriff. Ich glaube daran, Dark. Wir haben zwei Asiaten unter uns. Ich gucke auch nebenbei noch ein bisschen was anderes. Bernie? Ja? Du hast gerade was Wichtiges gesagt.
Also ich habe nur gesagt, sobald du kommst wahrscheinlich diesen Abend noch wieder und dann rockst du alles und kriegst direkt einen Greiferbande. Ich glaube an diese Legende. Kann mir keiner nehmen, okay? Wie spät wird es wohl zu einem Stream? Maximal 22.30 Uhr. Maximal. Also ich muss ja sowieso beide Streams zusammenschneiden zu einem. Mein Undercover kann eine Trisuka überleben? Krass. Das wusste ich noch nicht, dass ich eine Trisuka überleben kann. Den Typen hättest du killen müssen. Sag das doch nicht. Ich stand unter Druck. Der Druck war zu groß. Wisst ihr, Leute, Sunny steht die ganze Zeit hinter mir mit einer Kalaschnikow und sagt, du musst jetzt abliefern, sonst schieße ich dich weg. Ich wusste es. Aber das machst du so ganz heimlich, so dass ihr es nicht mitbekommt. Du wusstest, dass Sunny mit einer Kalaschnikow hinter mir steht? Nee, ich hab so einen anderen Hintergedanken. Den hatte ich ja schon geklippt. Nee, oder war das mit Akaya? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Nee, Sunny war's doch. Ich hab doch, das war gemacht. Sunny. Das war Sunny. Ach so. Ich muss erst überlegen, was könnte er meinen? Ach so, den Clip meint er. Jetzt hat's Klick gemacht. So, Minen wurden gesetzt. Auch wenn die nicht so einer gestartet mit 30 Schaden. Ey, ist ein Schuss mehr. Ich hätte aber eigentlich lieber den Hammerhai benutzen sollen. Ich weiß, dass da anders heißt. Wenn du den jetzt gerade eingesetzt hättest, hätten die dich ganz einfach gekillt. Nein, ich hätte ihn instant zünden können. Dann hätte ich beide gekillt. Aber wenn du in dem Moment nicht schießt, ich glaube, dass die dich gekappt hätten. Die können dich auch während der Haiphase angreifen. Meine ich. Guck. Doch, die hätten. Ich komme ja schnell genug an dem vorbei, dass sie nicht schnell genug auf schießen können. Guck. Ja, ich glaube, wenn ihr es jetzt noch schafft, mehr einzufärben, dann könnt ihr es noch schaffen. Ich glaube, ja, wir haben es gerade so noch geschafft. Ja, ihr habt es wegen Gefahr. Die hatten eine Gefahr. Ihr habt es geschafft, locker. Dark ist der Live-Kommentator übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet. Falls irgendwen interessiert, wie lange ich im Durchschnitt allein schon nur für die Streams in dem Schnitt sitze. Also beispielsweise bei Shellshock. Da sitze ich immer mindestens 5 Stunden drin. Verarbeitung, dann noch hier, dass es die hohe Qualität hat, weil dafür muss ich extra nochmal ein anderes Programm nutzen. Stunden? Mhm. Also ich verbringe wirklich mehrere Stunden bei Streams, die zu schneiden. Deswegen gibt es die auch nur am Wochenende. Weil stell dir mal vor, ich würde jeden Tag Streams schneiden. Ja, gut, das wäre du krass. Und zum Beispiel, wie lange hast du jetzt zum Beispiel für die Highlights gebraucht? Das letzte? Für welches? Ja, wo du was ein bisschen über die Behinderung, deine Behinderung erzählt hast. Ach so, für so etwas brauche ich jetzt nicht so lange. Ich meine eigentlich die Streams, die ich für YouTube schneide. Achso, der gute, ein bisschen länger, ja. Ah ne, warte, das ist ja der letzte, ist ja den du stimmt. Das ist ja der, den du gemacht hast, ja. Ja, okay. Also bei den Streams brauche ich halt wirklich lang. Miitopia brauche ich am allerlängsten. Also mit Abstand. Da sitze ich bei einem Stream, obwohl der nur 2 Stunden lang ist, oftmals 10 Stunden dran. Weil ich da Stück für Stück alles schneide. Und ich habe dann noch nicht mal fertig geschnitten zu diesem Zeitpunkt. Guck mal Leute, da habt ihr ein bisschen Background-Info wieder mal, wie lange ich für gewöhnlich im Schnitt sitze. Und wie sehr ich euch verfluche dann. Nein, Spaß. Ich habe Spaß am Schneiden. Ich sehe ja dann selber nochmal die lustigen Momente und lache mich im Schnitt dann nochmal kaputt. Verdammt, der hat es noch weggeschafft.
Hä, wie konnte er mich one-hitten? Der hat nicht mal aufgeladen. Das ist das Spiel. So viel Kraft hat ein Konzentrator nicht. Wie low muss ich denn gewesen sein, bitte? Ich wollte eigentlich rüberspringen. Ich habe irgendwie die B-Taste nicht gefunden. Auf den Sniper. Ja, das kann ich zum Beispiel nicht aufhalten, ne? Also, eine Trisuke kann ich natürlich mit dem Schirm aufhalten, aber so ein Roller, der angerollt, kommt nicht, ne? Ist auch so eine schöne Logik. Wir haben sowas von gewonnen. Das ist ein eindeutiger Sieg. Also ich würde das wirklich davon abhängig machen, weil ich habe eigentlich schon meinen Erfolg für heute. Eventuell zwei Runden, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich auch den Ultimativen schaffe. Und dann wäre Feierabend. Ja, jetzt muss ich eh hier das ganze Färben übernehmen mit dem Dünenroller. Und genau dann habe ich mal Leute da, die auch das Färben machen. Wenn ich so eine Waffe habe, mit der ich eh schon lahmarschig färbe. Beziehungsweise lahmarschig unterwegs bin. Färben tue ich jetzt nicht so langsam, solange ich Bewegungstempo habe. Aber ich hoffe, ihr habt alle gerade Spaß beim Zusehen. Ich sehe ja die Zuschauerzahl. Oh, ein Tank. Wollte ich meinen nicht mehr werfen. Ich denke jetzt endlich mal daran, den scheiß Sprinkler zu werfen. Ich vergesse den immer. Ich vergesse seine Existenz. Ich habe getroffen. Muss reichen. Ey, komm, das haben wir gewonnen. Das haben wir sowas von gewonnen. Wir haben so viel bei denen eingefärbt. Ich habe noch nie so eine gute Runde gesehen. Links rennen die gerade durch, das sehe ich. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er mir das gleich gibt. Weil er ist gleich auch, hat gleich auch den nächsten Rang. Da, wo ich auch bin. Deswegen gibt er mir das Ding, glaube ich, gleich. Ich komme jetzt mit so ein paar Runden spielen. Zähne geputzt habe ich eh schon. Damit ich das nicht mehr brauche. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Runde müsste eigentlich ein Safe finden sein. Guck mal, wo wir stehen. Ich sehe das. Also, wenn wir die Runde nicht gewinnen, dann läuft was falsch in der Matrix. Könntest du uns den Stream beenden? Also, dein Discord-Stream. Also, mach ich nach der Runde. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ey, wir haben sowas von gewonnen. Wir könnten eigentlich sogar schon AFK gehen.
Wann haben die es denn zu uns rüber geschafft? Machen wir die hässliche blaue Farbe hier weg. Lalalalalala. Ich glaube Tinfern oder irgendwie so ein Kram oder Bindenschauer. Egal. Ach so, das habe ich gerade erst gesehen. Dank für den Raid, Ghosty. Also Ghostman. Vielen Dank. Ey, warte mal, wie ging das? Ich nutze zum ersten Mal diesen Command. Shoutout. Vielen Dank, Ghosty. Vielen Dank. Das hat mich so enttäuscht. Also ich gehe trotzdem erstmal aufs Färben. Aber danach gehe ich in den Kampf mit der Sniper. Das ist sogar die beste Sniper, die ich habe. Die hat die Schauerwelle und auch noch die Tintenmine nebenbei. Und das ist die mit der allerhöchsten Reichweite. Die Elite. Also eine heftige Sniper findest du nicht. Boah, stimmt, der Profi-Prixer verbraucht ja so viel Tinte. Reden wir nicht über meinen Aim, ne? Ich hab viel zu lange keine Sniper mehr gespielt. Ja, komm, ja, stirb doch endlich. Ja, komm, ja, ja, drei Gegner vor meiner Fresse. Ich kill zwei natürlich. Ne? Also ganz ehrlich, das Spiel will mich doch tot sehen, wenn das Spiel drei Gegner auf mich jetzt. Ist das Spiel selber? Kann ja nichts dafür, das haben die eigenständig entschieden. Jetzt auf einmal kommt aus einer roten Tinte ein Gegner raus. Wie hat der das geschafft, Junge? Das war eine Tinte? Hä? Wie? Das möchte ich aber bewiesen haben, ey. Ah, eine Airbrush. Nee, was soll ich da machen? Anzeige ist raus. Also, das finde ich immer schön amüsant. So, einen habe ich jetzt mal weggesnippt. Habt ihr noch ein bisschen Tinte bei euch, ihr Schweine? So, ich will mich hier oben hinsetzen. Jetzt habe ich natürlich keine Tinte mehr, wo ich gerade wegen die kämpfe, ne? Was habe ich aber für eine. Mein Aim ist aber natürlich auch gerade nicht wie. Aus golden Schwarzpulver oder was, ne? Was ich jetzt dabei da. Hätte ihn noch einmal erwischen sollen und natürlich erwischt er mich dann noch in dem Moment. Der Kill ist so wichtig, jetzt färbt er da alles unnötig ein. Also ich habe zumindest zwei, glaube ich, in dieser Runde gesniped. Ich muss ein bisschen wieder Sniper spielen, auf jeden Fall. Ich habe die zu lange nicht gespielt. Ja, ich bin Krabbenpanzer. Der Tinferno hat mich gerade gekillt. Nicht der Tinferno, sag ich schon. Der... Also, das Endergebnis sieht gerade interessant aus. Zu meiner Basis, Alter. Das kann ich den Huren, das sag ich jetzt nicht. Das sah sehr interessant aus, was ich gerade eben noch gesehen habe. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ganz ehrlich. Was? Wir haben gewonnen? Wir haben gewonnen. Ich habe im letzten Moment noch richtig viel mit der Sniper weggeholt. Die Sniper hat eine unglaubliche Reichweite. Ich muss halt nur ein bisschen öfter mal wieder mit der Elite spielen. Weil ich habe mein Aim damit verloren. Nachdem ich gegen den Lappen davon verloren habe. Ich habe nur einen einzigen Kill gemacht. Das sind drei
Es wird eh kein Dreifarben kommen. Ich hab die Scheiße noch nie gespielt und ich werd's nie spielen. Ich hab gerade eben bekommen, also du hast gesehen, es ist nicht unmöglich. Bei mir ist es unmöglich. Du musst dran glauben. Don't stop believing. Also bei mir ist es wirklich eine Sache, die von Verbuggtheit. Das ist bei mir kein Glück. Das letzte Splatfest sagt schon vieles aus. Eindeutiger kann ich es nicht belegen. Das ist halt wirklich einfach nur eine Glückssache. Die Macher selber geben ja schon zu, dass sie zu wenig hier die Dreifarbangriffe bekommen, dass die viel zu selten sind. Ich hoffe, wenn die ja schon selber zugeben. Was war das? Der war unter dem Boden bei mir. Der war bei mir gefühlt im Boden drin. So klein wie der war. Der hat ja überhaupt keine Bitbox. So, ich hoffe mal, dass die Minen hier gut liegen. Ja, schon wieder. Ich dachte schon, der wäre direkt wieder vor mir gewesen. Da war auf jeden Fall mein Highhammer ganz gut. Das Gute ist ja, ich färbe die Fläche unter mir mit dem Undercover. Habe ich dann noch durch? Nein. Leute, komm hinten schon wieder an, weil ich ja alles nicht denken wollte. Momentan führen wir und das nicht gerade knapp. Die haben aber keine. Ne, die haben keine Waffe, wo die recht weit schießen können. Ich habe auch einen Aim, der ist unter aller Sau. Ah, ich habe meinen Hammer wieder bereit. Neubrille geht natürlich komplett auf mich, ne? Obwohl da bei mir mehrere standen. Die ging wirklich komplett auf mich. An, weil ich jetzt tot bin, gewinnt das Spiel wieder. Ja. Die Leute. Ich jetzt immer gestorben. Ah, ich bin zwar gestorben, aber ihr habt die Stellung gehalten. Ja, ich komme. Na, wir müssen die Mitte decken. Wir müssen die Mitte decken. Ich versuche hier noch so hier die hinteren Teile. So, einen umgenietet. Die sind nicht hinten durch bei mir und das. Nee, sind sie nicht. Okay. Ich hab was das angeht, kein Vertrauen. So, das war einer. Da oben steht einer. Rechts auch. Headshot vernichtet. Nein. Verdammt! Ich hab den Schild nicht mehr rausbekommen. Aber das ist safe ein Sieg. Safe ein Sieg, ja. Ja gut, Leute, das war doch eine gute letzte Runde. Muss gucken, wie ich das zusammenschneide. Für YouTube schneide ich ja jetzt mittlerweile alle schlechten Runden raus. Also keine Ahnung, wie der Schnitt im Nachhinein aussieht. Insgesamt habe ich über 4 Stunden gestreamt. Und ich glaube, die Hälfte davon kann ich wegschmeißen. Aber das war eine gute letzte Runde. Dreifarbangriffe lasse ich generell drin, weil sie zu selten sind. Selbst wenn ich einfach kacke. Schön, dass das Splatfest noch, Shirt noch mal irgendein Upgrade bekommen hat, wo das morgen eh weg ist, ne? So, wie gesagt, war letzte Runde. Guck mal, hast du noch gut abgeschnitten bei der letzten Runde. 800 Punkte sind doch recht viel. Es war ein interessantes Splatfest. Ich werde gucken, dass ich für YouTube noch die Ergebnisse auch noch filme jedes Mal. Da mache ich dann auch die Abmod für YouTube. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Für YouTube ist jetzt hier ein Cut zu der richtigen Abmod.
Ja Leute, das waren die Ergebnisse des Splatfest. Ich habe ja gesagt, dass ich die nochmal extra für euch aufnehme. Schön, dass jetzt die Arenen aktualisiert werden. Ist schön für das Spiel. Ja Leute, wenn euch der Stream gefallen hat, also der dreiteilige Stream, ich habe jetzt in 2 Tagen gestreamt und am 3. habe ich jetzt hier nochmal eben kurz die Ergebnisse für euch aufgenommen, dann lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, beim Twitch-Kanal auch vorbeizuschauen. Da gibt es jede Woche Splatoon, jeden Montag. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann jetzt noch einen traumhaften Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Tschüss!